Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Es ist mal wieder ein Malheur passiert. Ich war gerade schön hinten beim Kantal einfüllen und dann ist mir leider mein Rechner gefreest. Ich weiß nicht, was mein Rechner momentan hat. Tagelang funktioniert er, dann funktioniert er auf einmal nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Folge hoffentlich keine Probleme haben. Ich will eigentlich in der Folge EBF ein bisschen weiterbauen. Ich wollte eigentlich auch diesen HV Energy Hedge bauen, geht aber noch nicht, weil wir dafür erst die Coils brauchen. Was habe ich gemacht? Ich bin rausgegangen, habe einen Stack Mica genommen, habe es in den Maserator geworfen und lasse jetzt sozusagen gerade mal durch den Ore-Washer sozusagen das restliche Mica laufen. Wir warten jetzt noch, bis wir 16 Stück haben, bis wir hintergehen. Dann den Test, was ich gemacht habe, ist, wie man sieht, ich habe den orangenen Anzug an. Habe euch was gefragt, weil die Handschuhe funktionieren leider nicht. Was funktioniert, ist definitiv dieser schöne Gummianzug. Der schützt ein bisschen vor Hitze. Möchte zwar mal sehen, dass wenn man einen Gummianzug anhat, einen Plastikanzug, dass man dann Hitze geschützt ist, aber Spezialgummi. Mit Noppen und so, ne? Ja. Genau. So, dann hätte ich gesagt, schmeiße ich natürlich dann schön brav jetzt auch durch den Maserator. Kann ich auch gleich mal gucken, ob da. Ja, es ist nämlich ein bisschen Mika-Dust nämlich auch abgekommen. Und in der Zeit können wir hier in unsere kleine Kiste gucken. Weil da habe ich nämlich ein bisschen Hot Katal bekommen. Die schmeiße ich gleich hier rein. Wie gesagt, ich hoffe jetzt nie, dass ihr mich nochmal abonniert, weil dann habe ich ein Problem, euch das zu zeigen. Wenn ihr das jetzt hört, hatten wir keine Probleme. Juhu. So, ich will auf jeden Fall am vorderen EBF erstmal testen, ob es überhaupt funktioniert. Weil wenn wir das natürlich vorne dann machen können, dann geht uns das ja komplett reichen erstmal. So, Mika haben wir ein bisschen hier was bekommen. Nochmal Mika. Ah, das dauert nämlich schon mal ein bisschen länger hier, Mika durchzujagen. Wie lange brauchst du? 5 Sekunden. Weder rede ich schneller oder das trainiert man sich ja leider auch an, habe ich gemerkt. Man fängt auf einmal schneller das Quasseln an. Kommt irgendwann selber nicht mehr mit. Wenn man sich das Video anguckt, meine ich jetzt. Es gibt ja ein paar Kollegen, wenn man denen zuguckt. Den Grasblock. Ach so, ja. Hier steht ein Grasblock, weil ich einen Test mit dem Zaun gemacht habe. So. Also es kann das dementsprechend auch, wie muss ja, wir möchten ja weiterhin Folgen haben, kann es halt passieren, dass ich durch diese Aktion dazu etwas verleitet werde, dass man das halt gerade beim Überlegen ein. Ich muss das momentan mal ein bisschen abbrechen. Tut mir leid, weil wenn man nicht braucht, ist das kein Problem. Aber wenn man halt gerade jetzt genötigt wird, da halt was zu machen, meist immer dasselbe wieder falsche rein. Dann sollte man es mal unterbrechen. So.
Okay. Hat funktioniert. Hinten haben wir auch noch Mika. Sehr schön. Und das Tier hat noch. Ah ja, klar. Wäre schlimm, wenn es nicht mehr funktionieren würde, weil dann wäre er schon durch. Und wie gehst jetzt du weiter? Ich brauche jetzt diese Folie. Ja. Das heißt, ich brauche jetzt Rubber Pulp. Das haben wir draußen. Dann haben wir doch noch irgendwas draußen. Aber dann haben wir leider auch nicht mehr viel. Das heißt, ich muss da auch jetzt langsam hinkommen. Ich kann ja euch dann am Schluss mal die Riesenbaustelle zeigen. Die, wo ich da momentan habe. Genau, du kommst jetzt in den Mixer rein. Zweier ist. Und ich hoffe, dass das überhaupt der richtige Einsatz ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Bin aber auch froh drüber, dass ich es nicht mehr weiß, weil alles andere wäre. Hui. Rein. Machen wir weiter. So, jetzt haben wir Mika Based. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ein Nachbar meint gerade, er muss bohren. So, jetzt brauche ich Asbestos. Das habe ich gleich noch da drin. Und auch noch hier drin. Asbestos. Einen. Viel. Auch noch machen. Ja, ich möchte ja erstmal sozusagen so weit kommen. Silikondioxid, das haben wir da hinten drin. Ja, der zieht um. Das geht jetzt da hinten rein. In die Autoclave bitte, danke. Also, es geht ein bisschen zügiger. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das und jetzt muss das noch in die Bending. Immer schon. Aber das wird nicht reichen. Also da bin ich mir jetzt schon sicher, leider nicht reichen wird. Passt. Passt. Ja, warten wir mal. So, okay. Also, das heißt, ich habe jetzt dann hier 32 davon. Ach nee. Ja, du kommst da hinten rein. Heißt, ich werde Asbestos auch machen müssen. Weil, ich glaube, ich habe einen, ja, wobei ich habe 1,5 Stacks gebraucht. Für fast die Hälfte, weil hier seht ihr schon mal 6 Coils, Blöcke sind schon fertig. Ne? Man braucht halt einfach nur das und das. Kein großes Kunstwerk, Hexenwerk oder sonst was. Rocket Science, wie es so schön heißt, seit neuestem. Raketentechnik. Ach so, ja, klar. Das Mika reicht nicht. Das könnte ich mal reinschmeißen, ne? Aber man braucht 12 Stück davon.
Da wird es nur langsam die. Ja, okay, wobei es sind noch hinten 48 Stück. Könnte doch dann ausgehen. So. Aber wir wollten ja auf jeden Fall auch was gucken, welchem Block, weil wenn man jetzt hier mit dem Scanner draufklickt, ne, dann sieht man auch Heatkapazität 1901 Kelvin. Die Coils werden wir dann erstmal aufheben, weil die werden wir dann für den Multismelter brauchen, weil der geht nämlich dann auch hinter. So, und ich bin jetzt mal so dreist und baue mal die erste Stufe Coils ab. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt mischen darf. Besten fliegt mir dann der EBF um die Ohren. Das wäre dann eine Gaudi. Nein, ich muss hier aufpassen. Nein, 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 nein. Ja, wobei ich könnte sie wieder abbauen. Das war Multiblock Goals. Ja, ich brauche 16 Kanthalblöcke. Ach komm, die machen wir gleich komplett fertig. Und ja, ich werde erstmal die hier machen. Oh ja. Ein. Dann bei 9. Mika based. Jetzt müssen wir schauen, dass wir noch an Asbestos rankommen. So, Asbestos, Asbestos. Asbestos ist ein Cassiterit mit drin. Und dann habe ich das. Weil ich glaube, Sebo hat jetzt erst eine ausgegraben. Ich habe eine ausgegraben. Wenn es natürlich Sand ist, ne? Wenn es das andere ist, habe ich Pech gehabt, weil die habe ich nie ausgegraben. Asbestos. Hätte mal gesagt, ich mache mal jetzt gerade mal 16 Stück. Muss jetzt den schnellen Weg gehen. Halt. Ja doch. Ist egal. Ich muss das sowieso noch mal hinter. Könnte man dann schnell nach unten gehen und eine zweite, die eine HV-Batterie raufholen. Dass wir den zweiten Maserator dann gleich nochmal anwerfen können. Habe ja mittlerweile an jedem Gebäude die Möglichkeit, was zu laden. Dann machen wir das auch. Ein bisschen weiterarbeiten. Jetzt hat er mal ein bisschen die Zeit umgebracht. So, die weiteren 45 Kanthal Ingots haben wir. Also ich bin da auf jeden Fall hier durch. Ach, Stainless Steel Ingots haben wir auch noch übrig. Gut, nehme ich die auch gleich mit. Ja, auch noch was drin? Nein, leider nein. Purified Copper durch. Auf jeden Fall dann lustig, wenn wir diesen Raum hier bauen. Der ist auf jeden Fall bei meinem kleinen Zettel da. Was muss man als nächstes machen? Schon ziemlich weit nach vorne gerutscht. Wie gesagt, der Gartensender ist leider noch ein Stückchen weiter vorne, weil ich brauche unbedingt Biomasse, weil uns geht langsam das Plastik aus. Da müssen wir jetzt auch dann wieder Biomasse und das ganze Zeug herstellen. Und das wird ja alles im Gartencenter passieren. Wie gesagt, dann auch zum Beispiel, da wird auch ein Assembler drin stehen.
wo man halt dann auch diese Erde herstellen kann und so weiter und so fort. Also alles, was mit Garten zu tun hat, kommt darüber. Und das ist halt momentan ein bisschen weiter oben. Ja, so lange kann man noch warten. Dann nehme ich gleich das Mika mit. Hätte gesagt, die paar Sekunden warten wir noch. Das Bestes läuft. Wir haben ja jetzt noch 48, habe ich jetzt noch davon. Das Kanthal kann ich gleich in die Wire Mill hauen. Mika haue ich hier rein. Ist. Oh, Batterie ist leer. Lauter Angst. Lauter Geräusch gleich runtergehoppt. Darf es wieder laufen. Aber jetzt Nummer 10. Nummer 2, das ist jetzt Nummer 11 und 12 läuft. Ja, ist ja gut. Kleiner Lochhüpfer, hä? Hier noch was? Mal 4. Ich bin ja. Spannend, ob es aufgeht. Wenn wir uns wieder verzählt haben. So, Nummer 13 läuft. Vor allem, weil es sonst uns der Chrom, das Chrom wäre dann höchstens das Problem. Wie gesagt, große Mengen haben wir noch nicht. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen, dann habe ich, das wäre dann 15, 16, ja, müsste reichen. Schmeißt das Mika rein, beziehungsweise nein. Ich warte nochmal, weil ich gleich hier Asbestos mitnehme. Weil dann könnten mir auch das Mika reichen erstmal. Wenn nicht, ja, ist der Rest fertig. Okay. So, aber ich kann schon mal noch das nächste machen, weil das ich auch unbedingt hinkriegen will. Ich möchte nämlich, da habe ich jetzt auch hier neue Drawer hingestellt. Das heißt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es glaube ich gibt insgesamt drei oder vier Möglichkeiten, wo man Prozessoren herstellen kann. Und genau die will ich auch so hier hinbauen. Das heißt LV, MV, HV, EV. Und da oben drüber kommt IV. Und das ist das da. Und dafür brauche ich jetzt zwei Aluminium-Frame-Boxen. Das heißt, ich brauche bitte hier mal Aluminium. Müssen wir langsam auch herstellen. Aber für Asbestos habe ich jetzt. Habe leider gar nicht geguckt, ob vielleicht was rausgekommen ist, dass wir hinten noch was übrig gehabt haben. So, dann habe ich hinten den Dreier. Den Vierer. Der Vierer hin. Hallo. Und? Das heißt, ich habe jetzt
Spamboxen. Dahin. Doch, nee. Komm mal. Ich komme mal wieder von Pontius zu Pilatus und komme mit einem nicht weiter. Wurde mir gesagt, schließ eins ab, mach das dann das nächste. Machen wir so. Wie gesagt, mir reicht auch mittlerweile ein Zweierbereich vorne. Ich weiß gar nicht, warum, dass ich drei wollte, weil Blümchen und Bäumchen anpflanzen, wäre vielleicht interessant gewesen für Bäume. Aber Bäume sind ein bisschen größer als drei. Habe ich mal so gehört. So, haben wir hier noch Asbestos. Ein Asbestos haben wir drin. Sehr schön. So, dann hau ich dich. Hau ich das Asbestos mal hier rein. Hier hau ich das Gold rein. Soll er mal Mika laufen? Wir noch irgendwas raus. Fünf Stück. Müsste mir jetzt reichen. Da rein. Da rein. Ah, Asbestos ist mal was, was schnell geht. Sehr schön. Das haben wir jetzt auch. Ein Stück, das hört sich gut an. Da rein. Item Output. Oh. Rein, bitte. Danke. Und fast soweit. Ja, in der Zeit, wo das laufen kann, können wir das jetzt wieder weitermachen. So, ich brauche zwei Workstation. Ah, okay, das kommt alles in einen Assembler rein. Und zwar, ah, und der braucht, hahaha. Und der braucht ein Clean Room. Hervorragend. Können wir sowieso hier nicht bauen. Da bin ich hier raus, weil da muss ich hinter. Was habe ich jetzt noch? Stainless Steel Ingots habe ich noch einstecken. Die können wir auch gleich aufräumen. Also wie gesagt, wenn ich es kann jetzt passieren, dass die Folgen definitiv kürzer werden. Wie gesagt, wenn ich merken sollte, dass ich 30 Minuten Folgen hinkriege, aber keine 40 Minuten Folgen hinkriege, ich muss da momentan drauf reagieren und momentan ein PC, nein, schaffe ich nicht. Vor allem, weil auch der Markt momentan ein bisschen leer ist. Plan zwar einen neuen, aber weil man darf. Mein Rechner ist halt auch schon mittlerweile fast 6 Jahre alt. War, sagen jetzt sehr viele, kein Alter, aber für einen PC, der sehr viel rendert, der wo wirklich viel arbeiten muss, sind es dann leider doch. Oh, es hat gereicht. Jo. Dann gleich eine Quest abschließen. Haben 16 Blöcke. Hurra! So, jetzt mache ich mal aus Spaß.
lassen ja nicht laufen. Will nur wissen, ob er was macht. Ah, okay. Also er sagt, geht das gar nicht. Also es wird ja auch diesen EBF hier treffen. Oh, 16 Stück Hammer. Der würde dann auch nach hinten marschieren. Aber wenn ich das natürlich hier erstmal machen kann. So, wir sind bei 2801 Kelvin. Hurra, hurra. Und wir haben ja gelernt. Ja, brauche ich dann gleich meine. Mein Hydro, um hier das erste Zeug dann durchzujagen, aber das glaube ich alles hinten. So, jetzt brauche ich erstmal Platz. Also die Coils, die packe ich schon mal hier rein, weil die werden wir hier irgendwann brauchen. Wie gesagt, von Multismelter. Das geht weg, das geht weg, das geht weg. Dann habe ich dann das da. Dann brauche ich zwei. Einmal das da. Dann brauche ich Small Coils, 12 Stück. Haben wir die noch? Locker. Nummer 3. Nummer 4 ist Random Access Memory Chip. Davon brauche ich eben 16. Habe ich. Annihilated Copper Wire. Einfach. Einfach und 16 Stück. Habe ich. So, und jetzt schauen wir mal nochmal nach, nicht, dass da nämlich noch irgendwas dazu kommt, was er mir nicht rein hat. Hier und 20 Capacitor. Habe ich die da? Haben wir auch da. Solange ich die noch habe und ich noch kein Chrom hergestellt habe, wird auch demnächst kommen. Chrom herstellen. Bin mal gespannt, ob unser Cleanroom noch da ist. Weil, wie gesagt, ja schon zweimal ist da schon irgendwas in die Luft geflogen. Wenn da einer eine Idee hat, woran das liegen kann. Kann der sich sozusagen, wenn der die ganze Zeit läuft, irgendwas sich aufstauen und dann in die Luft fliegen? Aber das Gebäude schaut noch intakt aus. Kann auch sein, dass er halt schon wieder aus ist. Das kann auch sein. Okay, er ist bei. Ja, okay, aber seine Effizienz ist momentan bei 90% und nicht bei 100. Er hat Probleme, schreibt er. Hatten du für Probleme? Er schreibt mir aber nicht, was er für Probleme hat. Something is stuck. Ich glaube, da muss ich mit dem Hammer draufhauen. Mal, ob das gereicht hat. Nein. Something is stuck, heißt es lose. Dann können es auch er da. Oder der da sein. Was ich weiß, was es nicht ist, ist der Lötkolben. Im Gummihammer mal drauf sammeln.
Gefällt es dir besser? Ah, running perfectly. Gut. Können wir jetzt warten, bis er wieder bei 100% ist. Aber der geht ja schnell kaputt, der Clean Room. Den müssen wir ja wirklich immer wieder ausschalten. Hat er nicht mal einen Tag gelaufen? Schon was im Argen. So, ich brauche auf jeden Fall meinen Assembler. So, das heißt, ich habe Smallcoils, ich habe das, ich habe das, ich habe das, ich habe das und ich habe das. Ja, genau. Und jetzt habe ich das Problem, dass der nicht reichen wird und ich den in HV brauche. Korrekt? So, dann mache ich jetzt aber einen ganz schnellen Spurt, ne? Hoffe, dass jetzt nichts dabei flöten geht. So, das heißt, wir gehen einmal bitte ins Labor. Dachte, der muss ja, glaube ich, nur hier drin stehen. Ich brauche eine große Batterie. So, dann alles raus. Alles rein. Oh, Moment. Ich muss dann doch mal gucken. Ich glaube, ich habe nämlich das. Doch, aber es ist trotzdem HV. Ich habe trotzdem recht. Also das ist es nicht. Genau. Ein Clean Room mal ein paar Fledermäuschen. Ja, alles gut. Willkommen. So, dann brauche ich bitte meine Pistole. Handpump heißt es ja. Mich schaut das immer aus wie eine Pistole. So, mach's mal rein. Habe ich schon wieder falsch. Dann doch die Fledermäuse. Sei dicht. Alle. Aus gar nicht fliehen. Es ist, glaube ich, drunter. Also wir schauen noch mal. Ich brauche einen Aluminium Framebox, Workstation und Small Coils. 2, 2, 12. Das da und das da. Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr könnt alle in euren Bildschirmen brüllen, wie ihr wollt. Ich weiß, dass ich doof bin. Entschuldigung. War ich eigentlich gemacht? Oder war doch der? Oder war das? Ja, ist doch das Circuit Assembler. Ja, naja, bin doof. Aber ist ja auch kein Problem. Den habe ich ja gebaut. So, aber ich stelle dich noch mal auf. Ich muss dich ja aufstellen. Habe nämlich die Pumpe momentan. Halt. Ich kann den Scanner sowieso einstecken. Wollen momentan sowieso nicht. Und den. Wir haben gerade eine Schnellreise hin und her, weil wir das wollen wir noch fertig kriegen. Dahin. Dann habe ich noch mal eine Pumpe. Dann geht es wieder ab ins Labor. Pumpe. Toll.
Immer nach oben. Fort bitte. Merkt es sich Gott sei Dank. So. Du kommst rein. Und du kommst rein und du kommst rein. Dann war das das, das und das. Und noch eine Batterie. Na? Running perfectly? Also, soldering alloy. Wir schauen nochmal. Also ich habe 2, 2, 12, 24, 16, 24. Leid, da brauche ich dann mehr von denen. Nämlich 16 drin, ne? Ist jetzt Unrelated Copper Wire. Also 2, 2, 12. Socket Assembler habe ich 2, 2, 12. Nee, ich hab. Ich hab schon gesehen. Ich glaube, ich habe meinen Fehler schon gesehen. Ja, nein, von denen hätte ich sogar nur 16 gebraucht. Ich brauche mehr Unrelated Copper Cable. Entschuldigung. Auch 8. Die Energie müsste nämlich auf jeden Fall in der Batterie reichen. So, jetzt Zettler. Danke. So, in der Zeit tue ich schon mal mit der das wieder raus. Und wieder da drauf. Ich brauche auf jeden Fall die Pumpe wieder rein. Wie gesagt, irgendwann werden hier die Laborblöcke auf jeden Fall alle am HV sein. So, wir sind bei 41 Sekunden. Ich beeil mich gerade. Habe, glaube ich. Die brauche ich mir nicht angucken, aber die hätten nochmal 200.000. Komm, renn. Renn um dein Leben. Geht zwar 700.000 drauf, aber kann ja mal wieder ein übertaktetes Ding sein. Dann braucht er doch mehr. Nein, es hat gereicht. Okay, aber wir haben eine neue einen neuen Bereich dafür. Sehr schön. Roba habe ich da. So, und wir gehen nach vorne in die Werkstatt. Bin mir halt nicht sicher, ob ich denn da von überhaupt noch brauchen kann. Ich stelle dann trotzdem jetzt erstmal daher. So. Das heißt, wir haben jetzt das, dann kommt jetzt da die
Pumpe drauf, dann umschalten, Import, umschalten, abbauen, hingehen, fertig. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall unseren Mainframe. Den Mainframe packen wir mal hier rein. Haben wir den schon mal drin? Wir sind froh. So, und jetzt ist das Schöne passiert. Wir können jetzt sozusagen, also das könnten wir jetzt auch machen. Das heißt, mit Silikon und Glowstone könnten wir Glowstone Dopped Silikon Buffer Ding machen. Mit 8000 Nitro. Und da kriegen wir 32 Glowstone Drop draus. Und mit denen kannst du halt noch bessere und schneller und was auch immer Wafer bauen. Aber das ist jetzt nicht das, was ich euch zeigen will. Denn beim letzten Mal ist ja schon das Space Race aufgegangen. Aber jetzt blinkt es hier auch, weil die NASA Workbench jetzt dazu kommt. Und die NASA Workbench sind jetzt Multi-Pros Robot Arms. Das ist Mainframes, also das heißt, wir müssen nochmal einen bauen. Wir brauchen Hard Walls Tier 5. Wir brauchen Display, wir brauchen einen Advanced Assembling Machine Nummer 2. Aber dann haben wir die ersten Sachen, die Richtung Mond führen, auf jeden Fall fertig. So, jetzt muss ich mal schnell nochmal hier gucken. Mein Problem wird nur sein, ja, nee, das macht hier keinen Sinn, den aufzubauen. Den werden wir umziehen nach hinten. Da werden wir auch dann den Strom noch verlegen. Das werden wir aber beim nächsten, übernächsten Mal machen, nicht mehr beim nächsten Mal. Weil beim nächsten Mal werden wir uns definitiv drum kümmern, dass unser Plastik wieder mehr wird. Das heißt, wir müssen unsere Biomasse aufbauen. Ja, das wollen wir beim nächsten Mal tun. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.